Gerade höre ich, dass in die Stadt Nagasa oder wie sie auch immer heißt, in Japan die Evakuierung aufgehoben hat. Das heißt, die Einwohner können jetzt zurück in ihre Häuser und ihr altes Leben wieder aufnehmen. Das ist ein kleiner Unterschied zu der Schätzung der Grünen, die von Jahrzehntausenden gesprochen hat. Das sind also wenige, zwei oder drei Jahre. Und das ist aber kein wesentlicher Unterschied. Das ist das übliche, die übliche Vergrößerungs- oder Fälschungszahl der Grünen. Ich habe das in anderen Fällen schon erklärt. Die fälschen nicht mehr wie Goebbels um 10 oder 20-fache, meistens sogar nur 50%. Die Grünen heute lügen ums 1000-fache, fälschen die Zahlen ums 1000-fache, 10.000-fache bis zum 1.000.000-fache. Claudia Roth hat ja 25 Millionen Tote befürchtet in Tokio, befürchtet, in Wahrheit hätte sie gejubelt, wenn das gekommen wäre, hätten sie nicht 20% bei der Bundestagswahl bekommen, sondern 30. Aber gut, wir wollen nicht die gleichen Fehler machen wie die und denen wir das unterstellen, was sie denken, sondern hören, was sie sagen. Also sie hat gesagt, sie befürchtet das. Diese Befürchtung war völlig absurd. Es wäre, wenn die Wolke über Tokio gezogen wäre, nicht ein Einzelner gestorben, habe ich schon alles ausgeführt, nicht einmal die Helfer, die dort also reinmarschiert sind mit Plastiktüten an den Füßen in die radioaktive Brühe, sind im geringsten an Krebs erkrankt. Die haben das Millionenfache nach Grünen, nach unseren Grünen, das Millionenfache der Dosis ertragen müssen, was ein Mensch überleben kann. Durften also eigentlich nicht überleben, haben trotzdem überlebt. Und zur Erinnerung wieder den alten Physikerwitz von der Hummel. Nach allen aerodynamischen Gesetzen kann die Hummel nicht fliegen, aber Gott sei Dank weiß er nichts davon und fliegt trotzdem. Und nun gibt es nun gleich wieder eine Diskussion. Die Japaner sind so leicht fertig. Die Leute werden also hingerafft werden dort an Krebs. Das wissen unsere Grünen hier. Die brauchen also auch gar nicht irgendwelche Informationen oder so. Das ist überflüssig. Und es hat in Japan nicht null Tote bei Fukushima gegeben, sondern war ein Zehntausende verstrahlt. Nun sagt die UNO, die hat da in Japan vor Ort recherchiert. Das ist nicht so, dass kein Einzelner gestorben. Das wissen aber unsere Grünen besser, weil die brauchen nicht nach dazu, nicht nach Japan zu fahren, sondern die wissen es einfach aus der Herzensgüte heraus. Und diese lassen sie auch da nun wieder verströmen. Und auch unsere deutschen Institute für Strahlenschutz hat ja auch mit Zehntausenden von Toten gerechnet. Warum? Nicht so, um so ein Institut für Strahlenschutz. Die leben natürlich davon, dass das eine lebenswichtige Sache ist, der Strahlenschutz. Die wollen also Spendengelder oder Regierungsaufträge bekommen. Und damit sie die bekommen, muss das also eine gewaltige Gefahr sein. Ich will jetzt keine Namen nennen, gibt es wieder Prozesse. Zehntausende von Toten, nichts ist eingetreten und natürlich auch war im Grunde keine Gefahr. Es soll Evakuierungstote gegeben haben. Diese sind aber eben wieder der Panik geschuldet, weil die Verstrahlung nicht annähernd so war, dass es irgendeinen Menschen hätte gefährden können. Die deutschen Grenzwerte sind da wahrscheinlich ums Tausendfache zu hoch. Das kennen wir ja von Deutschland. Da ist es aber ganz anders, wenn es um die Frage der Solardächer geht. Von diesen Solardächern fallen nämlich die Leute ziemlich reihenweise herunter. Und es gab eine Statistik 2011, da sind 35 Fachleute vom Dach gefallen. Nur das wurde registriert, davon 10 Tote, von dem Rest einige querschnittsgelähmt. Das ist schön, das darf man nicht erwähnen. Das sind natürlich weit mehr Tote als jemals von der Atomenergie weltweit durch GAU oder Super-GAU produziert worden sind. Das hat damals die Solarindustrie, wo sie noch gar nicht so richtig im Schwung war, in einem Jahr geschafft. Und seitdem
es herrscht Stille. Danach kam die Energiewende und die explodierten ja förmlich mit der Produktion von Solaranlagen und was da an Tausende, die von Dächern gefallen sind, schweigen. Googeln Sie mal, versuchen Sie mal eine Statistik zu bekommen, gibt es nicht mehr. 2011 war die letzte, die ist jetzt auch verschwunden aus dem Netz und Totenstille. Wird alles unter den Teppich gekehrt, weil das wäre gegen die Energiewende. Die Zustimmung der Deutschen zur Energiewende könnte leiden. Und Merkel will das nicht. Und wird sie auch nicht veröffentlicht. Die Wege kann man nur kalkulieren. Es geht über Anzeigen natürlich. Die kriegen von der, dieser ganzen Industrie natürlich keine Anzeigen mehr, die Zeitungen, die sowas veröffentlichen. Und die Redakteure dieser Zeitung werden dann auch nicht von Merkel eingeladen, mit dem Flugzeug nach China zu fliegen. Das ist alles kein richtiger Zwang wie bei den Nazis. Funktioniert aber tadellos. Diese Gleichschaltung der Presse funktioniert tadellos. Und diese Presse bringt es wirklich fertig, sich zu empören, wenn man so Lügenpresse nennt. Das ist eine solche Schmeichelei, diese Leute nur Lügenpresse zu nennen. Das sind faktisch in ihrer Wirkung schwerst gemeingefährliche Verbrecher, weitaus gefährlicher als jemand, der mit einem Messerchen rumgeht und in mühsamer Handarbeit, also andere Leute abmurkst. Ein völlig ungefährlicher Mensch gegen das, was die Presse anrichtet. Und nun ist es so, in der Politik ist es immer so. Jede Entscheidung kostet Menschenleben, fast jede, ob sie da eine Parkverordnung machen, sonst was. Das kostet immer irgendwo Menschenleben und so schwere Entscheidungen wie Energiewende und so, das kostet immer Tausende oder Millionen Menschenleben mit Flüchtlingszuwanderung natürlich weit mehr. Und die schwersten Fehler, die Politik immer macht, immer, ist, dass sie nicht, sind die Fehler, diese, dass sie etwas nicht tut, was sie eigentlich machen müsste. Das Schlimme ist daran, das weiß keiner. Beziehungsweise kann man aber natürlich nur spekulieren. Die Regierung macht ja nichts. Gerade das ist der schlimme Fehler. Es ist immer schwer, das nachzuweisen. Beispielsweise war natürlich ein schlimmer Fehler, dass man bei Hitler, dass man nicht früher einmarschiert ist. Nicht? Präventivkrieg wäre natürlich richtig gewesen, hätte wirklich den Holocaust erspart. Das war ein Fehler. Aber jetzt den Leuten das vorzuwerfen, wird schwierig, insbesondere wenn man bedenkt, wie pazifistisch die Leute eingestellt waren. Wäre Bush nicht im Irak einmarschiert, würde man ihm das heute noch vorwerfen, natürlich. Also er kann machen, was er will, hätte man ihm vorgeworfen. Nicht, es wären andere Leute gewesen, die ihn angegriffen hätten, natürlich. Hätte alles vorhersehen müssen. Er ist einfach nur bekannt, was das für ein Massenmörder ist. Das hätte er vorhersehen müssen, hätte er einmarschieren müssen. Hätte er das nicht gemacht. Jetzt machen sie ihm Vorwürfe, weil er einmarschiert ist. Das ist in der Politik so. Keine einfache Sache. Brauchen wir wirklich die besten Leute, die wir haben? Und das haben wir leider nicht. Das sind nicht die besten, die wir haben. Aber das führt hier zu weit. Ja, das wäre durch Genmanipulation vielleicht zu bewerkstelligen, dass wir Leute dadurch uns schaffen, die diese Probleme besser bewältigen können. Eine Klarstellung, wenn ich von den Toten durch GAU oder SuperGAU rede, meine ich immer westliche Atomkraftwerke, nur das ist ja für Deutschland interessant. Tschernobyl ist ein Sonderfall, der ausführlich besprochen hat, überhaupt nichts mit deutschen Kernkraftwerken zu tun. Und das kann man das als Beispiel zu wenden, ist ein massiver Täuschungsversuch, ein Betrug an einer nicht vorgebildeten deutschen Bevölkerung, die die Einzelheiten von Tschernobyl natürlich überhaupt nicht kennt. Und ein anderes Thema ist, da wurde auch dann gleich in der Diskussion, ja, es gab aber eine Steigerung des Schilddrüsenkrebses oder der Schilddrüsenerkrankung nach Fukushima in Japan bei Kindern. Das ist richtig. Die gab es allerdings in ganz Japan und auch in den USA und die ist höchstwahrscheinlich zurückzuführen auf bessere Messmethoden. Man hat nach diesem Unglück natürlich etwas genauer untersucht. Das hat jedenfalls mit irgendwelchen Strahlen oder Strahlenschäden überhaupt nichts zu tun.
Und das hält aber die Grünen nicht ab. Der hat das damals gelesen und für den steht es, bis in, er beerdigt wird, steht das fest, dass es nach Fukushima eine Erhöhung des Schilddrüsenkrebs bei Kindern gegeben hat. Und da lässt er sich aber auch gar nichts von abreden. Das steht fest. Und da können Sie also monatelang auf den Einreden Argumente bringen. Das ist also völlig, die haben andere anders gebaute Gehör, die können also abschalten. Normalerweise kann man sein Gehör nicht abschalten. Grüne können das oder es ist hohl innen oder ein Resonanzkörper, der nur dröhnt. Es ist jedenfalls durch Diskussionen überhaupt nichts zu wollen. Mit Deutschen, Grünen und überhaupt mit Deutschen können sie nicht diskutieren. Das hat man schon gesehen, als sie für die Nazis begeistert waren. Jetzt sind sie für die Energiewende begeistert, im Augenblick mal gerade für die Flüchtlinge und so. Diskussionen sind sinnlos. Nicht? Deutschland ist ein Land, was im Grunde für die Demokratie völlig ungeeignet ist. Aber wir haben ja sowas Ähnliches wie eine Demokratie, habe ich mir schon drüber ausgelassen. Ein Bild von 2012, es ist offenbar Frühling, das sieht es mit fast mit zwei, drei Farbtönen zum Ausdruck gebracht, völlig einmalig. Und wieder hat die Dame einen großen Hut, was den Wunsch ausdrückt, behütet zu sein, leider. Sind auf ihrem Hut, haben sich Schlangen niedergelassen, sogar ein Nest mit Eiern. Die Symbolik ist nicht so furchtbar schwer zu verstehen. Das ist die Bedrohung durch die Sexualität. Und die Frau schaut auch etwas ängstlich. Das ist ein Bild mit einem, gucke bloß mal, wie das gemalt ist, wunderbar. Ein Bild mit einem konkreten, erkennbaren Inhalt, das sieht man heute nicht allzu oft.